Jo Leute, was geht? Willkommen zu Monster Hunter Wild, die Open Beta. Rainer, ich habe Monster Hunter echt wenig bis gar nicht gespielt, deswegen für mich quasi das erste Mal Jäger vordefiniert. Ich glaube, das war alles, um ein bisschen Zeit zu sparen. Das ist ja eh nur Beta, deswegen sagen wir mal. Obwohl, kann man vielleicht eine Frau nehmen? Ich bin allgemein eigentlich gar nicht so der Monster Hunter Fan, um ganz ehrlich zu sein, weil es so oft behäbig daher plätschert. Das ist eigentlich nicht so meins. Ich mag, wenn es schön agil ist und schnelle Kämpfe. Hauptmission Kapitel 1, Wüstenwanderer. Okay, das finde ich zum Beispiel schon mal sehr cool. Guck mal, wir sind richtig schnell unterwegs. Kann man in den wenn man in Einstellungen ist, dann stoppt der gar nicht, okay? Also was wir als allererstes, ich glaube der erste Eindruck ist das schon mal auch wichtig. Es gewinnt auf jeden Fall mal in der Beta, keine Ahnung, ob es später anders ist. In der Beta wird es keinen Schönheitspreis gewinnen, weil das sieht gar nicht gut aus. Also ist okay so, aber weit weg von, oh, das beeindruckt mich aber. Da sind wir. Alter Schwede, bin ich lahm. Man kann ein bisschen schneller laufen, das ist gut. Es gibt 14 Waffentypen, okay? Also, auf jeden Fall nicht Großschwert. Ich will was haben, womit man richtig schön schnell angreifen kann. Doppelklingen zum Beispiel. Ich mag die Karte voll unten. Das ist nämlich das erste Mal, dass man Höhen sieht. Sehr gute Minimap. Fällt mir richtig gut. Hier wird der Wert viel, viel, viel mehr auf die Monster gelegt. Und das, finde ich, macht auch Sinn. Dass die Monster so wie da richtig, richtig gut aussehen. Und die Umgebung jetzt nicht so unfassbar wichtig ist. Ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung. Und ich glaube, gegen den muss ich jetzt kämpfen, oder? Sehe ich, wie viel Leben der hat? Sieht man da irgendwo, wie viel Leben der hat? Greifst du denselben Körperteil eines Monsters mehrmals an, verursachst du eine Wunde. Oh, das war gut. Besiegt. Wahrscheinlich sieht man da irgendwo Leben, ich habe es nicht gesehen. Kann man jetzt hier noch was... Ist er immer noch nicht da? Ach, der ist immer noch nicht down. Die Gegner sehen richtig gut aus. Also der Gegner hier sieht richtig cool aus, wirklich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein cooles Gegnerdesign gesehen habe. Klar, es ist einfach irgendwie so ein Frosch mit der langen Zunge, aber es sieht so cool aus. So ein bisschen Dodongo-Style, Zelda-mäßig. Finde ich richtig gut. Aha! Jetzt habe ich ihn besiegt. Der sieht echt cool aus. Und jetzt kann ich hier noch looten. Geil. Loot ihn aus. Gib mir eine geile Waffe. Okay. Hauptmission Kapitel 1. Mission abgeschlossen. Und ich glaube, beziehungsweise ich meine zu wissen, dass man nach der ersten Mission Multiplayer machen kann. Oh, guck mal, man kann die Karte auch groß machen. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Gefällt mir. Ah, guck mal. Oh mein Gott, wenn das alles Beta ist. Alter Schwede. Alter Schwede, was ist das für eine Map, Digga? Wo sind wir? Oha, wer ist er? Doshu Guma, Alter. Okay. Jetzt habe ich Dolche. Erjage den Alpha Dosha Guma. Der hier. Quest beginnt. Ich hoffe, man kriegt einen Eindruck vom Game. Aber ich muss einfach sagen, Monster Hunter ist echt überhaupt gar nicht mein Game. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich hier ins Leere schlage. Ich kann nicht anvisieren. Der ist langsam as fuck. Der ist so langsam wie meine Oma. Das sieht echt cool aus und so. Aber es ist so langsam. Er ist so lange auf dem Boden, Alter. Ich hab, weiß nicht, wie viel Schaden, wie viel Leben der noch hat. Aber Monster Hunter ist ja voll beliebt bei Millionen Leuten. Deswegen wollte ich dem auch mal eine Chance geben. Also, ich finde auch das Gegnerdesign echt cool. Aber das Gameplay ist gar nicht meins, leider. Also, ist ja ganz subjektiv. Aber ich komme null auf das Gameplay, klar. Also, fast tot. Ah, das ist schon mal eine gute Info. Totenkopf heißt fast tot. Oh, sein Ärmchen vorne. Dein Ärmchen vorne ist fast im Arsch. Oh, 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 oh. Quest freigeschaltet. Besiegt, alter Schwede. Das war unfassbar langwierig. Dosha Guma haut plus. Dosha Guma reißt sein plus. Oh, oh, was macht der? Was macht der? Ah, das ist so ein Vieh aus dem Anfang. Also das muss man echt sagen. Die Gegner sehen echt cool aus, ne? Zeit für eine Offensive. Ja, die Gegner sehen schon echt ganz gut aus, ne? Und ich glaube, darum geht es ja auch, ne? Ich meine, die können natürlich noch ein bisschen besser aussehen. Aber im Vergleich zu der Welt sehen die ganz gut aus. Vor allem bewegen die sich richtig witzig. Komm, ich habe so eine Granate irgendwie. Rollen. Lel. Meine Granate ist weg. Oh, weg. Ich habe auch eben gelesen, ne, gib dem eine Chance und spiel mal ein paar Stunden, aber... Das Gameplay ändert sich ja nicht. Und ich sehe es ja, ich bin so lahm. Ich kann nicht anvisieren. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ich bin eine halbe Stunde auf dem Boden, wenn ich getroffen werde. Ich kann nicht ausweichen. Ich bin Souls-Gamer.
Das halte ich nicht aus, wenn ich so lange am Boden bin. Und dass ich hier 3 Schaden mache, macht mich auch wahnsinnig, um ehrlich zu sein. Let's go. Hui. Das geht also nur an so Schwachpunkten, dieser Superattacke. Attack on Titan Superattacke geht nur an Schwachpunkten. Aber das macht dann auch Spaß, sag ich ehrlich. Let's go. Geil, das war der Move, Alter. Let's go. Das war natürlich sehr cool, muss ich sagen, ne? Mach's nochmal. Ja, nochmal! Digga, richtiger Ackermann bin ich. Und drauf da! Ja, let's go! Oh, das habe ich aber echt gut gespielt. Guck's dir an. Sei ehrlich, das habe ich gut gespielt. Das hat Spaß. Also den Ackermann-Move, den fühle ich aber. Ja, das war die Beta von Monster Hunter Wilds. Das Coole ist, die Beta kann jeder spielen. Heute noch alle PlayStation-Leute und ab morgen dann für euch auch die Xbox- und PC-Leute. Für die Monster Hunter-Leute, ich glaube, die Monster Hunter-Leute werden sowieso kaufen. Die Leute, die wie ich vielleicht noch nie Monster Hunter gespielt haben, können hier die Chance nutzen, um einfach mal reinzuschauen. Man kann sich auch jede Waffe, die es gibt, 14 Stück gibt es ja unterschiedliche, einfach hier im Dorf mal anschauen und ausprobieren. Ich habe jetzt einmal den Bogen ausprobiert und diese Dolche. Aber da kann man ja durchaus einfach mal alle Waffen ausprobieren, um zu schauen, ob da eine bei ist, die einem Spaß macht. Dann einfach schauen, ob man das Game zocken will oder nicht. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.